Zu den Klängen von Jimi Hendrix heißen wir euch herzlich willkommen zu Let's Play Spec Ops The Line mit Daniel und Fritz. So, und ihr seid auch dabei. Wir spielen Spec Ops The Line. Warum? Das werden wir dann sehen. Oh, jetzt stellen wir erstmal das Bild ein. Aha, okay. bisschen schmaler noch. Ein bisschen schmaler. So ist gut. Und ein bisschen nach oben. Hat man auch nicht oft sowas, oder? In das den war, ja. Spielen heutzutage. Ja, das passt. Es gibt so ein paar Filtergeschichten, kann man ein bisschen sich das ein bisschen runter oder ein bisschen höher drehen, kräftig, aber wir bleiben mal beim Standard. Und wir spielen nicht den Multiplayer und auch nicht die Inhalte zum Herunterladen, sondern die Kampagne, das Herzstück, meiner Meinung nach das Herzstück des Spiels. Zu dem es eine ganze Menge zu erzählen gibt, was wir im Laufe dieser ganzen Folgen machen werden. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Als Kampfeinsatz machen wir das mal. Das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Hm? Und auf geht's. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsamer durch. Sehr cool, vom Hauptmenü direkt in die Sequenz rein. Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! So, geht gleich mit einer Rail-Shooter-Passage los. Wer die Demo gespielt hat, kennt die, denn die gab es in der Demo-Version auch schon. Zusammen mit, glaube ich, dem ersten Level und einer Szene aus dem späteren, nicht mehr ganz sicher. Die gab es ja witzigerweise für alle Plattformen, die Demo. Da gehen sie also gleich in Medias Res. Man könnte meinen, man ist bei Call of Duty gelandet. Aber dem ist keine Minute gespielt und schon zahlreiche Helikopter beim Teufel. Bei dem Spiel steckt mehr drin als Call of Duty. Das ist ja ein bisschen der Gegenentwurf, vor allem was die Charakterisierung der Hauptfigur angeht oder überhaupt der Personen im Spiel, aber dazu später mehr. Du hast das schon mal durchgespielt? Ich hab's schon mal durch und werde nachher auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, warum ich es schon mal durch habe und warum wir es jetzt quasi erst spielen, warum wir es nicht gleich im ersten Durchlauf zusammengespielt haben. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Ich kenne es noch nicht, also für mich ist alles Neuland. Freue mich aber sehr darauf, nach dem, was ich bisher davon gehört habe. Wir sind in Dubai. Dubai, du Daniel, du warst schon mal da. Ich war schon mal in Dubai, Sah das da so aus? War da so viel los? Also es gab viel, viel weniger Häuser, also so hohe Häuser und so moderne Häuser. Es spielt wohl in der nahen Zukunft. Ist natürlich die Frage, ob Dubai jetzt noch das Geld hat, um solche Wolkenkratzer da noch hinzustellen. Aber so von der Sichtweite her und von der ganzen Atmosphäre war es gar nicht so viel anders. Es wurde auch weniger geschossen. Wollte gerade fragen, auch mit so vielen Hubschraubern? Nee, so viele waren es nicht. Und unserer war auch recht alt schon und so, aber war okay. Auch die Gatling Gun war nicht mehr die neueste. Naja. Hier wart ihr auch nur zu Besuch. Holla. Ja. Also der andere Pilot war deutlich schlechter als unserer. Und hier geht schon mal die Welt unter. Doch mal ein guter Auftakt. Bam. Haben es gesehen von Jager, deutsches Entwicklerstudio. Auch dazu später mehr. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai. Habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt.
Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste. Zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Diesen Turm zum Beispiel gibt's doch gar nicht in echt, nee, oder? Da gibt's tatsächlich einen sehr, sehr hohen Turm. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Burj Al... Ach, keine Ahnung. Aber so hoch ist er auch nicht. Das hier ist Captain Walker. Hinter uns der Sandsturm, der scheinbar komplett Dubai umgibt und mehr oder weniger niemanden reinlässt. Dubai selbst scheint momentan zumindest gerade mal eine kleine Pause zu bekommen. Okay, in Deckung gehen. Und das hier, das kennen wir aus Gears of War. Nein, alles okay. Gut. Das hat sich inzwischen sehr gut etabliert. Ja, es funktioniert halt mal in dem einen Spiel besser, in dem anderen Spiel schlechter. Hier funktioniert so mittel. Mal ganz gut, mal nervt's ein bisschen. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Also stimmungsvolle Ausblicke können Sie schon mal bauen. Mhm. Das hatten wir ja zuletzt in Bulletstorm, wo uns das so gut gefallen hat. Hier, das sieht auch vielversprechend aus. Da ist das Burj Al Arab, das berühmteste Hotel von Dubai und wo vielleicht der Welt. Mehr oder weniger kein nie N24 anmachen kann, ohne nicht gerade eine Dokumentation darüber zu sehen. Wenn es nicht gerade eine Doku über Nazis ist. Also entweder Nazis oder Burj Al Arab. Oder amerikanische Kampfgeräte. Ist auch ganz beliebt. Hubschrauber oder sowas. Der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Hey! Hier ist ein Seil. Dann wollen wir mal. Das hier ist Lugo, unser Scharfschütze. Und das ist Adams. Hierarchie ist Walker, Adams, Lugo. Richtig? Ich glaube, Lugo Lieutenant und Adams... Sergeant. Echt? Hm? Es reicht, ich hätte jetzt gedacht, dass Lugo und Adams gleichwertig sind. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Lugo ist der mit der Kappe, genau. Okay. Genau. Da rechts sind Antilopen. Hä? Wie kommen die denn da hin? Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Moment, ich mach mal ganz kurz. Ich sehe gerade, dass wir keine Untertitel anhaben. Falls wir doch über irgendwas rüberlabern, mache ich die mal an, damit ihr das ein bisschen mitlesen könnt. Weil in diesem Spiel kommt es doch tatsächlich mal auf die Sachen an, die gesprochen werden. Man sollte das ja von Actionspielen nicht erwarten, aber Spec Ops ist tatsächlich anders. Hast du das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha, könnte schwören, ich hab ihn gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Kein Spiel in letzter Zeit, das nicht mit
Koffern losgeht. Wo war's? Dead Island hatten wir es gehabt. Dead Island im Bioshock. Wenn ihr noch Spiele kennt, die mit Kofferhaufen beginnen, schreibt uns. Quantum Conundrum geht mit einem Koffer. Das ist mit einem los. Mit einem Koffer geht's auch los. Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. Ich hab so ein Gefühl. 18 Kilometer außerhalb von Dubai. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Verluste. Hier scheint's zu sein. Zu viele. Wir kehren um. Ja, das ist es. Hier spricht Colonel John Conrad. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Ah, hier gibt's was. Geheiminfos. Nicht schlecht. Vorher schauen wir uns die Geheiminfos an. Oder auch nicht. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Mein Name ist John Conrad, Commander der 33. Division. Meine Frau heißt Elizabeth und mein Sohn Jeremy. Wenn Sie dies lesen, ist die Desertion der 33. schon längst kein Geheimnis mehr. Ich habe versagt. Noch schlimmer, ich ließ meine Männer im Stich. Falls noch welche lebend gefunden werden, soll man wissen, dass sie unschuldig sind. Als ihr Commander zwang ich sie mit extremer Härte, in Dubai zu bleiben, ihre Befehle zu missachten. Ich allein bin schuld. Um uns auch zu töten! Was tun Sie? Markov mit seinem Reich! Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das Adams geht nicht so gerne in Deckung, oder? Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Hey, Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Nur zu! Die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Gentlemen, weniger reden, mehr schießen! So, Mission erfüllt. Eigentlich dürfte das Spiel jetzt gleich vorbei sein. Wir sollten ja bloß jemanden finden und dann anrufen und abhauen. Wir haben jemanden gefunden. Die wollen offensichtlich gar nicht gerettet werden. Den Jungs befehlen. Ah, Befehle praktisch. Landbefehl. Der funktioniert nicht immer. Der funktioniert nur, wenn sie in bestimmter Weise unter Druck stehen. Beziehungsweise wenn man so eingekesselt ist.
Und dann bietet einem das Spiel das an? Dann bietet einem das Spiel das an, genau. Aha. Kann man aber nicht selber beeinflussen, wann man das macht und wann nicht. Nee, also man kann dann halt mit der rechten Schultertaste, wir spielen die Xbox-Version. Hm? Das Spiel gibt es auch für die PlayStation 3 und für den PC inhaltsgleich, gibt es keine Unterschiede. Grafisch eigentlich auch nicht, außer dass auf dem PC vielleicht ein bisschen höhere Auflösungen noch möglich sind. Granate, Vorsicht. So. Was ist das denn für eine Optik? Das ist jetzt, wenn ich die rechte Schultertaste gedrückt halte, dann kann ich ihnen Angriffsbefehle geben. Praktisch. Und er soll jetzt zum Beispiel auf den da schießen, der Lugo. Das ist der Sniper, der Lugo. Genau. Das ist ganz witzig. Die war aus Benzin, die Anzeigetafel. Offensichtlich. Praktisch. Diese Befehle variieren sogar ein bisschen. Ich bleib mal hier so ein bisschen in Deckung. Wenn Gegner sehr weit weg sind, dann sagt Walker automatisch, dass er spricht er automatisch mit dem mit dem Lugo, dass der eben einen Scharfschützenangriff braucht. So, ein bisschen durchprobieren. Oh, das macht ja zum Beispiel hier vorne der Adams. Da schießen sie ganz normal jetzt drauf, weil okay. Die so auf mittlere Entfernung sind. Das wirkt aber recht intuitiv oder recht angenehm zu bedienen. Ist auch ganz, ganz einfach. Einfach rüber mit der Maus und fertig. Schön. Man kann sie auch nicht einzeln kommandieren. Oder man kann ihnen auch nicht sagen, sie sollen zurückkommen irgendwie zur Spielfigur, also zu uns. Mhm. Sondern wirklich nur diesen einen Befehl geben und das war es dann auch. Aber es reicht auch. Also es funktioniert. Oh. Oh, Exekution geht's. Oh je. Aha, ist ja nett. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße! Marston hat's erwischt! Wir brauchen Hilfe! Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Scheiße, Feindkontakt! Wow. Also wir haben offensichtlich schon die 33. irgendwie gefunden, zumindest ein paar von denen. Boah, schnell in Deckung. Aber die gehören doch zu uns eigentlich, oder nicht? Die 33. Ja, das ist doch die Truppe von diesem Colonel Conrad. Diese verdammten 33, wie sie auch heißen. Aber was sollen die denn gegen die US Army haben? Sicher haben die bestimmt irgendwelche Gründe zu desertieren oder sich da irgendwie das sind jetzt zu verschaffen. Das sind ja jetzt auch hier diese Rebellen. Also das sind nicht die 33. Okay. Und gegen wen rebellieren die dann? Gegen diese 33, glaube ich. Aha. Denn die haben da scheinbar irgendwie die Kontrolle an sich gerissen. Okay. Aber Stuba ist eine ganz schön verzwickte Situation. Also, wer da was will, wer da gegen wen kämpft, ist alles ein bisschen undurchsichtig, glaube ich. Ich merke gerade, dass der Abzug von unserem Gamepad, das wir benutzen, quietscht. Aha. Er ist ja auch viel im Betrieb. Achso, hier hätten wir auch. Wer sich schon ein bisschen wundert über den Namen Colonel Conrad. Die Story von Spec Ops The Line basiert auf der Novelle The Heart of Darkness, das Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Also der Colonel hier im Spiel heißt wie der Autor der berühmten Erzählung, in der es darum geht, dass ein Elfenbeinhändler sich im kongolesischen Dschungel verschanzt hat und da so eine Art Enklave aufgebaut hat mit ihm als Herrscher. Wem das bekannt vorkommt, der kennt wahrscheinlich eine Adaption der ganzen Geschichte, denn der Elfenbeinhändler heißt Kurz oder Kurz und gleich erzähle ich weiter. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da.
Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Sie rücken vor! Legt sie um! Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Wir Deckung! Gute Idee. Killt sie, bevor sie uns sehen. Feind am Boden. Gut gespielt. Los, weiter, aber unauffällig. So, also Originalerzählung. Jemand ist unterwegs in den belgischen Dschungel, Belgisch Kongo, um einen Elfenbeinhändler namens Kurz oder Kurz zu stellen, der da eine Enklave aufgebaut hat. Wer wem es bekannt vorkommt, der kennt die Geschichte vielleicht aus dem Film Apocalypse Now, der in Vietnam angesiedelt ist und wo es um den Colonel Kurz geht. Und hier ist es ja wieder ähnlich, nur dass der Colonel hier nicht Kurz heißt, sondern Conrad, wie der Autor der Novelle. Im Großen und Ganzen geht es in der Geschichte um menschliche Abgründe und wie Leute in Kriegssituationen sich verändern und... Ziel ist tot. Ziel ist in Sicht. Naja, wir werden sehen, ob das im Spiel auch so ist. Er schießt den Gegner. Es gibt ja nicht so viele Spieler, die sich solche Vorlagen nehmen, Romanvorlagen in dem Fall, beziehungsweise auch verfilmte Vorlagen. Metro 2033 war mal eins der wenigen. Ich glaube, das Cryostasis basiert auch irgendwie auf einer Geschichte tatsächlich. Auf einer geschriebenen Geschichte eines russischen Autors. Würde dir sonst noch irgendein Spiel einfallen? Spontan jetzt nicht. Gibt sicherlich noch ein, zwei andere, aber es ist nicht die Regel. Naja, es gibt halt so Vorlagen im Geiste wie Alice Madness Returns zum Beispiel nach Alice im Wunderland. Stimmt, da ist was dran. Die aber nicht viel von der Originalgeschichte sich zu eigen machen, sondern eher Szenario und Charaktere und mehr dann auch nicht. Das ist ja auch eins der Mankos an beiden Alice-Spielen, dass neben dem Szenario da nicht so viel draus gemacht wurde. Ist ein bisschen schade. Trotzdem ist es Madness Returns ein sehr schönes Spiel, was zum Ende hin ein bisschen fad wird. Aber allein von dem Szenario und von der Skurrilität kann man das auch sehr empfehlen, mal gespielt zu haben. Gibt es inzwischen bestimmt auch für wenig Geld. Ich nutze mal hier ein bisschen die Kollegen, so ein bisschen zu zeigen, wie das ganze Kommandosystem so funktioniert und dass es doch recht nützlich ist. Also die werfen auch durchaus mal alleine Granaten und so ein Zeug. Mhm. Also das alles funktioniert alles ganz ordentlich. Wir spielen jetzt ja wie gesagt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Da ist das auch alles nicht so wild. Auf dem höheren und höchsten kann es ganz schön gefährlich sein, die vorzuschicken und ihnen Angriffsbefehle zu geben, denn sie werden verletzt und man muss sie dann heilen. Also typisch Gears of War-mäßig schnell hin, auf die Schulter geklopft, beziehungsweise eine Spritze rein und dann war es das. Aber das kann auf dem hohen Schwierigkeitsgrad ist das dann ganz schön schwierig und kompliziert. Da hängt man dann ganz schön im Spiel. Walker hat aber ein Selbstheilungssystem, oder? Also ein paar Sekunden Entdeckung und alles wieder gut. Ja. Tango erledigt. Hier blinkt was. Ah, Infos. Geheiminfos, hören wir uns mal an. Und das Fahrwerk ist drin. Gott sei Dank ist das der Letzte. Hoppla, kleiner Scherb. Aber kein Problem. Ich weiß nicht, der Wetterbericht war nicht so toll. Hätten wir warten sollen? Keine Chance. Diese Leute zahlen den vierfachen Preis, um schnell rauszukommen. Wenn wir nicht liefern, sind wir total am Arsch. Es ist kein Scherb. Oh, Scheiße! Ist das Sand? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sturm auf 6 Uhr. Der ist ja gigantisch. Schneller steigen. Zieh hoch, Eric. Zieh hoch. Ah, die Triebwerke fallen aus. Wir haben einen Flammenabriss. Triebwerk 1 ist tot. Shit. Check Triebwerk 2. Wie die Geschichte ausgeht, wissen wir ja, denn das Flugzeug liegt hier im Sand. Ziemlich cool. Ich wollte gerade noch fragen, wieso liegt hier ein Flugzeug einfach rum vor Dubai? Hat mir das Spiel schon beantwortet. Dankeschön. Und offensichtlich... Die Reichen haben versucht, da rauszukommen aus der ganzen, ich nenne es mal Scheiße, und haben dafür auch mächtig gezahlt, aber es hat ihnen nichts gebracht. Der Flughafen in Dubai ist übrigens ein Weltwunder. Inwiefern? Ja, ist unglaublich groß und prachtvoll. Und wer mal einen richtig guten Caesar Salad essen will, der soll im... Flughafen in Dubai in den Irish Pub gehen. Da gibt es sehr leckeres, günstiges und gutes Bier, was man in einem islamischen Land gar nicht so erwartet, und den besten Caesar Salad der Welt. Reisetipps mit Daniel Veit. Also hättet ihr dann nicht erwartet. Wenn ihr mal nach Dubai kommt, ne? Der Rest von Dubai ist nicht so toll. Wieso?
Es, weiß ich nicht, es ist nicht besonders schön und es ist schweineheiß. Ich war da im August, okay, da ist natürlich auch ein bisschen wärmer als sonst im Jahr. Aber da hältst du es nicht aus, das geht nicht. 40 Grad und so feuchte Luft, dass fast Nebel ist. Gehst du zur Tür raus und bist patschnass. Das wäre dann, glaube ich, nichts für mich. Nee. Wir versuchen immer noch, einen US-Soldaten zu retten, der hier im Flugzeug festgehalten wird. Da ist er auch schon. Oh, oh Scheiße. Bist du wahnsinnig. Scheiße, eine Geiselnahme. Oh. Eine Slow-Mo-Raumbetretsequenz. Und schon wieder denkt man an Call of Duty, aber wie versprochen. Schnell, sag was, Boss, er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Wir sind in Kapitel 2. Und damit ist die Folge, die Eröffnungsfolge, eigentlich auch schon an ihrem Ende angekommen. Ich kann als kleine Vorschau verraten, dass dieses Spiel, ich habe es ja schon einmal durch, wirklich sehr, sehr cool wird. Selbst wenn es am Anfang noch ein bisschen aussieht wie ein 0815-Shooter. Ich finde es bis jetzt schon total interessant. Und das bleibt auch so, kann ich schon mal versprechen. Also es werden spannende Folgen und es gibt auch ganz Menge drüber zu erzählen. Können wir in den Schießereien vielleicht euch ein bisschen zusätzlich unterhalten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns treu bleibt. Also bis dahin sehen wir uns dann vielleicht in der zweiten Folge. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.